Juventus Turin gegen Real Madrid heißt unsere heutige Begegnung. Es ist das Rückspiel im UEFA Champions League Viertelfinale. Und damit herzlich willkommen zu dieser Partie. Am Mikrofon auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und das ist eine Partie, die es wirklich haben könnte. Real Madrid hat sein Heimspiel gewonnen. Heute muss Juve kommen. Heute muss Juve zeigen, was in der Mannschaft steckt. Spektakel. Das ist jetzt eine Chance. Cristiano Ronaldo. Das war knapp. Varane am Ball. Sie erwarten sich heute sehr viel von Gareth Bale. Mal sehen, ob er sich auch heute wieder in Torlaune zeigt. So wie zuletzt mit seinem Doppelpack. Nun Carvajal am Ball. Casemiro. Modric. Jetzt liegt es vor allem an den Kreativen. Hier mal eine Idee. Bale. Das Abspiel hier für Hunter. Ball kommt an. Was machen Sie daraus? Asensio. Jetzt könnte er den Ball reinbringen. Ball bei Marcelo. Da können Sie erstmal klären. Das frühe Stören jetzt. Dybala. Dybala mit dem Pass, aber kommt nicht an. Marco Asensio. Und Hunter. Gute Ballführung. Und das will er jetzt alleine machen. Schöner Pass. Das war knapp. Barzali. Emre Can. Jetzt Alexandro. Andrea Barzali jetzt am Ball. Super Pass von Kroos. Gareth Bale. Der Ball zu Hunter. Postschuss. Ja, das sah gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Nur der Alu-Treffer eben. Ach Gott, Gott, Gott. Der Pass von Matuidi. Dybala. Dybala! Fällt das Tor? Nein! Er hat den Ball gehalten. Courtois passt da stark auf und verhindert so den Gegentreffer. Marco Asensio. Marcelo. Rugani. Ja, Cristiano Ronaldo. Real versucht es über außen. Bale. Nur Marcelo. Ball vertändelt, er geht raus. Und jetzt ist das Spiel hier doch unterbrochen und für das Foul von vorhin gibt es Gelb. Gut vom Schiedsrichter, da hat er zunächst ganz richtig den Vorteil abgewartet. Modric am Ball. Dybala. Oh, mit der Aktion holt er sich wohl Gelb ab. Gibt Gelb für Luka Modric. Er wird den Ball reinbringen. Und was können sie daraus machen? Der Ball kommt. Da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Dieser Abschluss nicht präzise genug. Jetzt war ran. Er spielt den Pass auf den Flügel. Casemiro. Hunter. Ist es das? Der Versuch aus der Distanz. Das war knapp. Wenn da das Tor fällt, dürfen Sie sich nicht beschweren. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Gareth Bale. Er zieht ab. Alexander vergibt ganz knapp. Eine tolle Szene. Da hat er Pech, dass das Ding nicht reingeht. Ja.
Ball bei Andrea Bazzali. Die Nachspielzeit 2 Minuten. Viel Zeit ist das nicht mehr. Der Ball ist drin. Vom Pfosten geht der Ball ins Tor. Der Ball berührt noch den Pfosten, aber geht dann rein. Und für einen Augenblick sah es wirklich so aus, als würde er wieder rausspielen. Hier nochmal dieser Treffer. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Nun Matuidi. Halbzeit in diesem Rückspiel im Viertelfinale und es sieht gut aus für sie. Sie haben es fast schon geschafft. Aber eben nur fast, Wolf. Diesen Gegner darf man nicht unterschätzen. Der kann noch mal zurückkommen. Durchgang 2 kann losgehen. Bislang ist das hier ein Viertelfinal-Rückspiel in der UEFA Champions League, das niemanden enttäuscht. Und nun Carvajal. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Toni Kroos. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Hereingabe. Und das ist der Ballverlust. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Er hat das bislang sehr, sehr ordentlich gemacht. Er hat sein Tor gemacht, sie liegen vorn. Bislang kann er wirklich zufrieden sein. Das wird auch der Trainer nicht anders sehen. Super Pass. Jetzt vielleicht, Bale. Versuch's einfach mal, aber kein Tor. Ah, der Winkel war spitz. Ah, war knapp. Andrea Bazzali jetzt am Ball. So, Real Madrid will wechseln. Juventus über außen, da wäre Platz. Da ärgern sie sich, Ballverlust. Ja, schwacher Ball hier. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Der Ball ist weg und das war natürlich schwach gelöst. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Casemiro. Da geht er vorbei. Ball ist draußen, es gibt Abstoß. Sie werden jetzt wechseln. Und das macht Sinn, er nimmt den bereits verwarnten Spieler vom Platz. Nun Gareth Bale. Groß. Ah, das muss er besser lösen. Müsste gelb geben. Er sieht hier gelb. Und muss sich jetzt zurückhalten. Sie brauchen ihn in der Offensive. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Keine andere Option für den Referee. Ronaldo. Wichtige Aktion. Matuidi. Und jetzt die Chance. Der Abwehrspieler hat den Ball klasse geblockt. Und jetzt gibt es eine Ecke.
Dybala führt diesen Cristiano Ronaldo. Da kommt der Kopfball, aber gehalten vom Torhüter. Rugani. Und das ist natürlich jetzt der Ballverlust. Das war einfach. Und er hat den Ball. Da kommt der Pass. Den spielt er gut. Und er hat den Ball. Cuadrado am Ball. Der Ball ist weg und jetzt könnte der Gegner angreifen. So, natürlich kein Problem. Er holt sich den Ball. Bale. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Oh, kein guter Versuch. Der ist komplett misslungen. War eigentlich eine gute Chance. Bei Juventus wird es jetzt einen Wechsel geben, Buschi. Ja, Wolf, so ist es. Paulo Dybala geht raus. Spiel ist nicht mehr auf der Uhr. 2 Minuten noch. Und nun Matuidi. Was packt der Unparteiische drauf? 2 Minuten. Super dazwischen gegangen. Real Madrid im Vorwärtsgang jetzt. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Schlusspfiff in diesem Rückspiel im Champions League Viertelfinale. Real Madrid steht unter den letzten 4. Kompliment natürlich auch an den Verlierer Juventus. Man hat alles versucht. Man hat gezeigt, dass man völlig zu Recht hier im Viertelfinale stand. Aber gegen diese Mannschaft der Madrilenen war das am Ende halt doch zu wenig. In der Form kann kaum einer mit Real mithalten. Jetzt sind wir aufs Halbfinale gespannt. Da sind wir natürlich wieder live dabei. Und Hunter, gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Schöner Pass.